Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern. Hier ist wieder die Aline. Ich habe heute für euch ein tolles Windlicht. Und zwar braucht ihr dafür, ihr seht ja bestimmt, was ihr da braucht, ein Glas. Das sieht jetzt ungefähr so aus bei mir. Dann braucht ihr noch weiße Farbe. Dann entweder nehmt ihr euch einen Schwamm, so wie ich das gemacht habe hier, oder einen Pinsel. Und dann braucht ihr noch entweder so wie ich das hier gemacht habe, einen schwarzen Stift und einen roten Stift. Oder ihr könnt natürlich auch das dann später einfach das Gesicht hier aufmalen. Einen großen schwarzen Kreis. Und das dann ausschneiden und aufkleben. Das geht natürlich auch. Oder ihr nehmt schwarzes Papier. Aber ich habe es jetzt mal so gemacht. So, passt auf. Zuerst nehmt ihr euch euer Glas und eure weiße Farbe. Bisschen schütteln, meine ist nämlich schon fast leer. Jetzt nehmt ihr euch eure weiße Farbe und macht ihr einen Klecks drauf. Ihr könnt euch natürlich die weiße Farbe auch erstmal woanders drauf machen und dann mit dem Schwamm reingehen, wie ihr gerne mögt. Ich habe es jetzt so gemacht. So. Jetzt haltet ihr das Glas mit den anderen Fingern hier gut fest und dann nehmt ihr euch euren Schwamm und dann tupft ihr die weiße Farbe auf das ganze Glas. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wir haben, als der Herbst anfing, auch schon Gläser betupft und dann noch Glitzer drüber gestreut. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Genauso machen wir das jetzt hier auch. So. Und dann macht ihr das so rundherum, bis euer ganzes Glas mit der weißen Farbe voll betupft ist. Ihr könnt euch, wie gesagt, natürlich auch einen Pinsel nehmen und damit dann das Glas mit der Farbe bestreichen, wie ihr wollt. Aber ich nehme jetzt hier einen Schwamm, weil ich das hübscher finde. Seht ihr das, wie das aussieht? Ich finde das ein bisschen hübscher, wenn man so. Die Streifen von dem Pinsel, wenn ihr das jetzt zum Beispiel mit dem Schwamm so macht, und das geht auch, dann sieht man so die Streifen. Auch vom Schwamm oder vom Pinsel. Deswegen habe ich mich jetzt für die Variante entschieden, das hier alles drauf zu tupfen. So. Und wenn ihr dann rundherum um das ganze Glas drumherum seid, bei mir fehlt jetzt hier noch ein Stück. So. Genau, bis das ganze Glas, bis man keine Lücken mehr sieht. So, und das stellt ihr jetzt erstmal beiseite und lasst das gut trocknen. Und wenn das dann richtig gut getrocknet ist, dann sieht das so aus wie bei mir hier. Genau. So, und jetzt könnt ihr euch natürlich überlegen, das soll natürlich ein Schneemann werden. Ich denke, ihr habt das schon erkannt. Jetzt könnt ihr euch überlegen, entweder nehmt ihr jetzt einen schwarzen Stift, ich habe jetzt so einen, und malt die Augen und den Mund hier drauf. Und dann könnt ihr euch noch einen roten Stift nehmen oder einen orangenen und die Nase hier drauf malen. Also entweder ihr macht das so oder, wie ich euch das vorhin schon gezeigt habe, malt ihr das erst auf ein Blatt Papier. Dann nehmt ihr euch eure Schere und schneidet das Auge aus. Das könnt ihr natürlich auch machen, wie ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch die Mama oder den Papa fragen, ob die euch dabei helfen. Wenn ihr das natürlich zu Hause habt, ich hab's leider nicht, könnt ihr auch schon Wackelaugen draufkleben. Das sieht bestimmt total lustig aus. Genau, und dann könnt ihr das hier draufkleben. Auch bei der Nase könnt ihr das genauso machen. Genau, und wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr ein Teelicht nehmen, so wie ich jetzt hier. Wartet, wo ist mein Feuerzeug? Dann macht die Mama oder der Papa, die machen euch dann hier eine Kerze an. So. Schwupps. Oh, jetzt war sie aus. Wartet. Nächster Versuch. So. Jetzt. Wow, schaut mal. Seht ihr das, wie toll das leuchtet?
Oh, sieht das nicht toll aus? Klasse. Und das könnt ihr dann auf euren Tisch stellen. Ihr könnt das natürlich auch ganz anders gestalten, euer Glas, wenn ihr wollt. Wir hatten ja heute mit der Antje, mit einigen Kindern zusammen eine Videokonferenz. Und dort hat die Antje euch auch eine ganz tolle Technik gezeigt. Die hat nämlich das Glas erst komplett mit Leim eingestrichen überall. Mache jetzt hier meine Kerze mal wieder aus. Das Glas dann hier mit Leim eingestrichen und hat dann tolle Weihnachtsservietten draufgeklebt. Das könnt ihr natürlich auch machen. Das sieht dann auch ganz toll aus. Wenn dann das Licht hier durchscheint, sieht das ganz hübsch aus auf eurem Weihnachtstisch. Genau. Oder ihr könnt natürlich auch andere Sachen draufkleben. Ihr könnt natürlich auch euer Glas ganz, ganz bunt anmalen. Das könnt ihr auch machen. Auf jeden Fall fände ich das toll, wenn ihr das vielleicht mal versucht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und ja, wir sehen uns vielleicht später nochmal. Tschüssi!